Jo, also heute Morgen, als wir losgefahren sind, haben wir noch nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Hätten wir das gewusst, wären wir schön daheim geblieben. Ja, dann starten wir doch mal früh morgens und noch ganz harmlos. Guten Morgen zum letzten Tag von Gran Canaria. Ja, gestern Abend waren wir uns gar nicht so sicher, ob wir heute überhaupt noch fahren wollen. Denn einmal hatte ich ja das Problem mit meiner schleifenden Bremse. Ich habe jetzt aber die Bremskolben reinigen können und etwas geölt, minimal. Und ich glaube, jetzt ist okay. Also berghoch mit einer schleifenden Hinterradbremse, das wäre schon richtig cool. Ja, und das einmal, und ihr seht, es regnet etwas. Das Wetter ist heute also gar nicht so gut. Aber einer meinte, nee, komm, wir fahren auf jeden Fall. Und dann ist uns ja irgendwann noch mal eingefallen, dass die Straßensperrung ja gestern bereits aufgehoben wurde. Können wir auch fahren wie gehabt. Und zwar haben wir dann gedacht, okay, bewölkt ist es heute. Und wir starten auf 380 Meter, da sind wir dann unter den Wolken auf jeden Fall. Aber wir fahren heute hoch bis auf 1940 zum Pico de las Nieves. Und da können wir vielleicht sogar über den Wolken landen. Ja, und mit der Vorstellung gehen wir jetzt den Tag an, dass wir über den Wolken enden. Du gibst doch ein ganz schönes Tempo vor, ey. Alter Schwede. Dass das gute Buddha-Toast. Du hast es vor heute, ne? Heute darf ich motiviert. Das wird sich heute auch noch ändern. Guck mal, da scheint die Sonne. Ja, so ganz leichter Regen. Ne? Hier, man sieht es auf deinem Helm. Ja, so ein bisschen Thalasso-artig, habe ich den Eindruck. 275 Höhenmeter stehen auf meinem Tacho. Gut. Und als Distanz, oh, meine Nase läuft, leider erst 6,7 Kilometer von 90. Wir fahren nach Terror rein. Das ist die Strecke von unserem Apartment bis nach Terror. Eine kurze Schrecksekunde gehabt auf so einem steilen Stück runter. Wollten wir bremsen auf nasser Straße, und die war dann auch noch relativ glitschig. Da ist das Hinterrad weggegangen. Bei Anne einmal, die ist dann direkt abgestiegen. Aber ich war schon auf dem ganz steilen Stück. Ich bin fünfmal weggegangen, ja, und dann kurz wieder flacher. Schwein gehabt. So, Terror. Ja, diese Häuserzeile ist hier ganz berühmt. Hier vorne ist dann der Marktplatz und die Kirche. Ich denke, wir machen mal kurz Pause. Essen mal ein paar Madeleines. Ja. Ja? Du Raudi. Oh. Mir kraut's jetzt schon vom Runterfahren. Ja, wir hoffen, dass es dann trocken ist. Ne? Sonst fahren wir mit dem Bus runter oder so. Ja. Weil stürzen, nein, danke. Anne, links. Gerade wollte ich sagen, die Temperatur ist super. So leichte Verdunstungskälte. Oh. Angenehm kühl auf dem Anstieg. Kein Überhitzen. Höhenmäßig sind wir jetzt vierstellig, 1036 Meter. Die Wolken kommen näher. Wie viele Höhenmeter haben wir jetzt also geschafft? 756. Ist ja gut, ist ja gut. Wie weitläufig die Siedlungen immer sind. Eigentlich überall vereinzelte Häuser. Jeder will die beste Aussicht haben oder so, habe ich manchmal den Eindruck.
in den Wolken oder im Nebel. Ja, die Steigung heute mit 6% schätze ich mal im Schnitt deutlich angenehmer als gestern das. So 4, 5, 6% ist halt lange nicht ein Stresslevel wie 8, 9 oder 10. Ne? Fahr vor. Hunde. Ja, gerade ein paar mehr. Anne hat etwas weiche Knie. Aber nichts passiert bisher. Immer nur, ja, Bellen sind alle auf ihrem Grundstück geblieben. Ja, aber trotzdem ist das Bellen halt nervig, ne? Jetzt haben wir wirklich Wolke, Nebel und Niederschlag bisschen, ne? Kleiner Sportplatz. Und ab hier übernimmt Mario wieder die Motivation. Schon ganz zittrige Knie von diesen Stunden. Ja, es ist weiterhin ziemlich neblig, nass. Bergauf ja ganz okay. Für den Nachmittag und die Abfahrt, die ja so Richtung Osten stattfindet, da könnte es dann trockener sein. Auch weil das Wetter ab mittags besser wird. Ja, wäre schön, wenn die Abfahrt trocken ist. Was eine Suppe, ne? Ja. Ja, durchhalten ist angesagt. Ja. Wir schaffen das, wir schaffen das. Noch ein Hinweis auf meinen Werbepartner helden.de. Also mein Code MADO9 gilt ja für alle Versicherungen da. Man spart dauerhaft einen Monatsbeitrag. Und wenn man die Hausrat hat und dann noch den Fahrrad- und E-Bike-Schutz auch noch abschließt, bekommt man 25% auf den Fahrrad- und E-Bike-Schutz. Ich habe hier mal ein Rechenbeispiel. Ja, also nochmal der Hinweis, helden.de mit dem Code MADO9. Werbung Ende. Jo, nice, nice, nice. Das ist cool. Einfach weitermachen, einfach weitermachen. Ja gut, dass hier die Luft herzieht, das verstehe ich. Wir wärmen uns mal ein bisschen auf vielleicht. Da müssen wir wahrscheinlich lang, oder? Da hoch. Ich weiß gerade nicht, ja, ich glaube die Räder, ja. War nicht schlecht. Hier ist man schon ein bisschen dem Wetter ausgesetzt. Kann man nicht anders sagen. Heute ein kompletter Kontrast. Ja, ich dachte, der Tag heute wird vielleicht genauso wie der erste, aber durchs Wetter was ganz anderes. Sonne. Oh. Ja, wir hoffen es mal, wir hoffen es mal. Hier die Strecke von Teror bis zum Cruz de Tejeda. Wir wärmen uns hier gerade mal eine halbe Stunde oder so auf. Espresso gab es schon und Suppe gibt es auch noch. Ne? Vielleicht nehmen wir noch eine Suppe. Jojo. Wir waren ja jetzt nur eine Viertelstunde, 20 Minuten. Wir wollen es jetzt hinter uns bringen. Wir erklimmen den Pico de las Nieves. Ja, ich glaube nicht, dass es in der Stunde anders ist vom Wetter. Ja. Und man kühlt einfach unglaublich schnell aus und man steht. Ja, und solange man bergauf fährt, ist ja warm. Und runter sind wir hoffentlich auf der windabgewandten Seite. Und es wird angenehmer. So die Hoffnung. Oh, was ist das? Die Sonne kommt durch. 1542 Meter jetzt gerade. Vielleicht geht der Plan ja mal aus. Oder die Hoffnung, die man so hat während so einer Tour. Das wäre mal schön.
Ja, jetzt gerade ist die Stimmung besser, ne? Ja. Vorhin war es schon mal ein bisschen angespannter. Jetzt geht's wieder. Die liebe Anna hat gerade ein bisschen Magenprobleme. Der Espresso hat ihr nicht ganz gut bekommen. Ja, schlecht. Schlecht. Derweil kommt die Sonne ein bisschen raus. Mein Herz rast mir ganz arg. Sag, wenn wir irgendwie anhalten sollen oder so. Ja. Direkt hat man ein bisschen Wärme. Ja, gerade ist gar nicht kalt. Vorhin beim Wind hätten wir da mal irgendwo gestanden. Ja, hier ist halt auch windstill. Ne? Ja, hier ist. Ja. Ja, 240 Höhenmeter noch. Meine kleine Anne ist schon eine Kämpferin. Anne D., was geht? Was geht? Krass, wie das manchmal so wirbelt, ne? Sichtbar ist. Ja. Noch 2,5 Kilometer, 160 Höhenmeter. Hier riecht's verbrannt und hätte man so eine Schneise von 5 Metern. Irgendwie scheint mir, als hätten die einen kontrollierten Brand gelegt, damit, falls die Autos irgendwas Blödes aus dem Fenster schmeißen, kein echter Brand entsteht, könnte ich mir vorstellen. Die letzten Meter bis zur Spitze. Oh, jetzt hab ich gut. Ja, das ist auch okay. Dieser blöde Espresso. Man sagt, glaube ich, Espresso, oder? Die letzten Meter rauf bis zum Pico. Ja, der Pico de las Nieves ist einer der höchsten Punkte, die man mit dem Auto und Fahrrad so erklimmen kann. Wenn nicht sogar der höchste. Aber wirklich schön ist das eigentlich nicht, denn das meiste hier ist Militärbasis. Und ja, wir werden gleich diesen Parkplatz sehen. Da kann man noch ein paar Meter da hochkraxeln zum allerhöchsten Punkt. Ja, also der Pico selbst ist nicht schön, die Aussicht vielleicht, aber ja, wir haben jetzt wohl nur Nebel. Da links ist der höchste Punkt. Da kann man die paar Stufen da hoch. Super, klasse. Jo, das ist es. Geil. Immer so schnell weg, oder? Jo. Da vorne ist der höchste Punkt, da oben. Wir gehen mal da an die Wand. Ja, ich habe mir da jetzt im Mega-Wind mich einmal obenrum komplett ausgezogen. Ich habe jetzt trockene Sachen, trockenes Jersey, trockene Regenjacke. Und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg runter Richtung Ostküste. Wie ist es nun mit Merino drunter? Ja, alles nass ausgezogen? Das ist besser, glaube ich, dass man alles ausgezogen ja, hat. Definitiv. Man ist trocken. Ja, es war einfach ganz wichtig, in den kurzen Sachen bis nach oben zu fahren. Die Temperatur passt ja sowieso bergauf. Und ja, die warmen, trockene Kleidung erst dann für den Abstieg anzuziehen. Das war ganz, ganz wichtig. Wir eiern uns hier runter. Es dauert. Ja, es ist jetzt sehr nass, steil. Jo, also heute Morgen, als wir losgefahren sind, haben wir noch nicht gewusst, auf was wir uns einlassen. Hätten wir das gewusst, wären wir schön daheim geblieben. Wow.
Das ist ganz schön krass. Ja, das brauchen wir nicht nochmal. Aber jetzt das erste Mal, dass man da nochmal unten Küste erkennt, ne? Dass ja, man ein bisschen stimmt, was sieht. Dass man überhaupt. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir sind froh, wenn wir hier raus sind. Sicher. Hier. Ja, auch für die ist bestimmt nicht angenehm. Die Sonne kommt. Die Sonne hier kommt. Ist gerade mit Wind still, das ist echt cool. Kann uns einer mal eine Sonnenbrille reichen? Ja, ich freue mich jetzt wirklich und sie ist in meinem Rucksack. Ja, so, jetzt geht's hier noch ein bisschen runter, noch ein bisschen Eier bestimmt, weil die Straße noch nass ist. Aber es ist Besserung in Sicht. Es ist, ja, ich habe vorhin gesehen, dass so da unten sieht so aus, als wäre gar nicht, als wäre es gar nicht nass. Ja, du mit deinem Röntgenblick kannst das von hier sehen, ne? Aus der Ferne sieht man es ja oft besser, ne? Ja, als von allem. Ja. Da sah es sonnig aus. Ja, da schwingt bestimmt ein bisschen Hoffnung mit. Ja. Ist ja auch okay. Hab mir gerade schon wieder Sorgen machen müssen. Aber da ist er. Da ist mein Hase. Boah, das war jetzt aber Heartbeat-Finale für mich, du. Was war das? Ja, du kamst und kamst nicht. Ach so. Komm, bitte nicht hingefahren. Heartbeat. Ja. Ja, es war teilweise richtig stürmisch. Ja. Wir sind schon auf 833 Meter. Ja, runter. Gut. Ja, da hinten ist Las Palmas. Da müssen wir hin. Das da, oder? Nee, das da. Siehst du die, den Industriehafen da? Ja. Und diese Dinger da im Meer? Ja, da ist es. Wir sind froh, dass wir noch leben. Ja. Zu Hause nicht nachmachen. Hier die lange Abfahrt vom Pico in Richtung Ostküste nach Telde. Wir wechseln wieder in die kurzere Sportkleidung, Regensachen einpacken. Wir sind ja jetzt im Flachen wieder unten. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Las Palmas und geben die Räder ab. Ja, kommen wir durch. Immer schön die Bauarbeiter grüßen. Freundliches Hola. Da sind wir durch fast jede Streckensperrung durchgekommen. Echt cool. Also, wir sind jetzt in Las Palmas, hier im Stadtgebiet, gerade auf dem Radweg. Wir bewältigen gerade alles Nizza-Radweg-Trauma. Dann hat das ja auch was Gutes. Ja, Großstadt mit dem Fahrrad. Brauchen wir jetzt nicht groß zu filmen. Bis gleich beim Fahrradladen. Auf Komoot haben wir entdeckt, dass ein Fahrradweg quer durch Las Palmas verläuft. Diesen sind wir dann auch gefahren, so wie hier. Und der war durchgehend so rot markiert. Ah ja, ich glaube, den Platz muss man auch einmal drauf haben. Wie war der Radweg bis jetzt? Ja, der war sehr gut. Aber ich habe immer noch ein bisschen Traumata von Nizza, deswegen Safety first. Ja. Wo ist eigentlich das Safety Car? Ja, oder? Wo ist das Safety Car? Stimmt. Ja. Safety Car? Wo ist mein Safety Car? Ja, da ist Free Motion, sehr idyllisch gelegen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Das sind unsere letzten Fahrradkilometer auf Gran Canaria. Von Telde bis nach Las Palmas zum Fahrradladen. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung.
Hier noch ein paar Bilder von den Rädern und von dem Fahrradladen sind wir dann mit dem Bus zurück zum Apartment gefahren. Busfahren kann man übrigens auf Gran Canaria sehr gut, auch Taxifahren ist günstig und ja, so haben wir die ganze Woche ohne Auto gut bestreiten können. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, die Fahrräder konnten wir ganz normal abgeben, wir haben vorher noch unsere Taschen abgemacht und so weiter. Ja, und dann war das ganz unproblematisch, er hat gesagt, ja, vielen Dank und tschüss und die Kaution haben wir wiederbekommen, ja, alles perfekt. Perfekt, genau. Ich habe ja ein bisschen drauf gedrängt, dass wir heute überhaupt losfahren. Und so im Nachgang habe ich es schon des Häufigeren mal auch bereut. Ja. Bei dem Wetter hätte man vielleicht einfach doch einen Rest-Day vielleicht auch machen können. Ja, bei dem Wetter sollte man nicht auf 1900 Meter hochfahren wahrscheinlich, so ist es. Ne? Also drauffahren war ja kein Problem, weil du in der Zeit immer noch Wärme produzierst und dann passt das von der Temperatur her. Aber problematisch wird halt dann die Abfahrt. Ne? Du wirst kalt, es ist nass. Dann wir mit den schmalen Rennradreifen dann auf ganz nasser Straße. Wir sind halt auch ein paar Mal weggerutscht. Wir sind in einer Szene weggerutscht. Ich glaube, das war einfach schlechter, rutschiger Asphalt. Asphalt, ne? Ja. Und aber dann hatten wir eben sehr Respekt davor, auszurutschen. Ne? Ja. Aber wir haben es geschafft. Wir sind froh, dass wir wieder hier sind. Genau. Es war schon eine Grenzerfahrung. Ja, und damit endet jetzt eine Woche Gran Canaria. Ja, wir hatten vier krasse Fahrradtage. Sehr abwechslungsreich, richtig ja. Cool. Ja. Gut. War sehr schön. Und dann geht es morgen für uns zurück. Ich packe jetzt vielleicht noch ein paar Sachen dann von der Abreise in Abspann. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns, denke ich. Ne? Und einfach bis demnächst. Ciao. Tschüss. Am Abflugtag gab es dann noch passende Sturmwarnung. Der Flug war aber okay. Wir sind dann bei 3 Grad in Frankfurt gelandet und haben uns erstmal mit Döner-Teller und Jufka belohnt. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.